Willkommen in Vladislavovo. Vladislavovo ist eine Kleinstadt an der Ostsee mit ca. 10.000 Einwohnern und besitzt den größten Fischereihafen der Woiwodschaft Pommerns. Ein paar hundert Meter vom Hafen entfernt befindet sich ein Aussichtsturm, den man für ein paar Slotys besteigen kann. Hier genießt man eine tolle Aussicht über Ostsee und über Vladislavovo. Am Horizont sieht man sogar noch die Halbinsel Hel. Links seht ihr nun den Fischereihafen von Vladislavovo. Geradezu der grüne Streifen ist schon die Halbinsel Hel. Rechts davon befindet sich die Danziger Bucht. Vladislavovo ist bestimmt nicht die Kulturhauptstadt von Polen und wird auch sicherlich nicht im Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen. Es ist halt eine Kleinstadt mit einem großen Fischereihafen, dem größten. Natürlich gibt es auch hier wie in jedem polnischen Hafen an der Ostseeküste die übliche Touri-Meile mit allem Krimskrams, was man unbedingt für den Strandurlaub braucht. Und natürlich gibt es hier auch reichlich Fress- und Saufbuden. Darunter gibt es aber natürlich auch einige schöne Restaurants, in denen man herrlich essen kann. Tommy gönnt sich eine Portion Bruschetta mit Tomatensuppe. Das ist übrigens auch etwas, was man in Polen häufig beobachten kann. Allerdings nicht bei diesem Wetter. Das ist kaum noch wegzudenken. Schlauchboote, die mit 900 PS und mehr die Ostsee durchfliegen. Vladislavovo war für uns für eine Nacht ganz okay. Ich denke mal, dass im Sportbootbereich hier in den nächsten Jahren auch noch einiges nachgebessert wird und der Anleger noch ausgebaut wird. Zurzeit passen hier ungefähr 2 Handvoll Boote hin. Von
Von Vladislavovo bis nach Leba konnte ich endlich mal wieder Segel setzen und den Tag genießen. Leider nicht alle an Bord. Tommy war schon nach kurzer Zeit wieder in der Koje verschwunden. So wie die Maschine läuft und wir im ruhigen Hafenwasser sind, kommt Tommy aus seiner Koje und macht seinen Job. Dafür meine Hochachtung. Andere bräuchten noch Stunden zur Erholung. Leba ist mal wieder einer der Häfen, die ich durchaus weiterempfehlen kann. Eine tolle Marina, tolle Sanitäranlagen, eine gute Infrastruktur, eigentlich alles, was das Herz begehrt. Westlich von Leba befinden sich die größten Wanderdünen Nordeuropas, die wir uns auf unserer Reise natürlich auch nicht entgehen lassen. Von der Marina bis ins Zentrum von Leba sind es wahrscheinlich eine halbe Stunde Fußmarsch. Wir haben uns deswegen beim Hafenmeister ein paar Fahrräder geliehen und sind geradelt. Auch Leba lebt natürlich hauptsächlich vom Tourismus und der Fischerei, hat sich aber einen gewissen Charme erhalten. Auch da
das muss natürlich immer wieder mal sein. Die ortsansässige SAR, Search and Rescue oder zu Deutsch Suchen und Retten, macht sich für eine Kontroll- und Übungsfahrt bereit. Direkt neben dem Yachthafen in Leber befindet sich der Port Leber Club. Man sagt, wer es als Sängerin bis hierhin geschafft hat, der hat es bis hierhin geschafft. Natürlich werden auch die Dünen von Leber als Geldquelle genutzt und so heißt es kurz vorher Tickets kaufen. Für ein paar Slotties kann man sich dann die Dünen anschauen. Übrigens heißt es, dass Rommel im Zweiten Weltkrieg seine Jungs hier zur Ausbildung geschickt hat, um sie auf die Wüste vorzubereiten. Seht ihr die dunkle Wolke da hinten? Auf so einer Düne gibt es übrigens keine Unterstellmöglichkeiten bei Regen. Und der anliegende Wald ist eigentlich auch kein richtiger Schutz.
Nächsten Morgen ließen wir noch einige dunkle Wolken ziehen und liefen dann aus. Der nächste Hafen heißt Uskar.